Gut, dann begrüße ich Sie zur heutigen Sitzung. Bevor wir anfangen, habe ich eine kleine Neuigkeit zu berichten. Nämlich haben wir einen neuen Philosophiekanal. Der heißt Philocast. Und den finden Sie ab sofort auf YouTube. Und unter der Adresse Philocast.net, das ist eine Philosophieplattform, die erste ihrer Art, wo Sie regelmäßig verschiedene Dinge finden werden. Ein eigener Themenkanal, Sie finden Videoaufzeichnungen, zum Beispiel die heute. Sie finden aber auch Quizzes, Lutherquiz oder andere Quizzes. Und der Kanal ist so konzipiert, dass Sie Fragen formulieren können. Das haben Sie in der letzten Sitzung schon gemacht. Und ich gehe dann in einer Sitzung, die dauert 10 bis 15 Minuten, gehe ich immer zu einem bestimmten Thema auf diese Fragen ein. Ich kann nicht auf alle Fragen gleichermaßen angehen, aber ich kann ja auch drauf holen. Jetzt hatten Sie in der letzten Sitzung schon 6 Fragen notiert. Vielleicht sind Ihnen in der Zwischenzeit neue Fragen gekommen. Ich habe die Liste an einer Liste, wo die Fragen eintragen unter den freien Plätzen. Ja, das ist nicht alles. Es gibt noch mehr, und zwar gibt es auch die erste App dazu. Philocast-App. Und wenn Sie jetzt mal Ihr Smartphone zücken oder Ihr Apple-Gerät zücken, das dürfen Sie jetzt alle offiziell mal machen. Sie sind jetzt aufgefordert, Ihr Smartphone zu zücken. Dann gehen Sie einfach mal auf den Store, also auf Android oder auf Google Play oder bei Apple, den haben wir auch einen Store. Schauen Sie mal und geben mal Philocast ein und dann finden Sie da so eine App und die sieht dann so aus. Also ich finde, es ist ganz gut gelungen. Habe ich alles allein gemacht, also ein Konzept hätte es von mir. Also Sie finden dann hier das Menü, das ist der Startbildschirm, das ist das Menü. Hier haben Sie verschiedene Symbole, das Q ist für Quiz, das W ist für Wiki, für so einen Artikel. Dieses Symbol ist ein Video, YouTube. Dieses Symbol sind weiterführende Links. Und hier ist man jetzt auf einen Videolink gegangen und haben Sie hier die Videos aus YouTube direkt eingebunden. Und die Quizzes haben eine Sprachausgabe, das heißt, Sie können sich die Fragen vorlesen lassen. Also ein bisschen anmoderieren lassen können Sie sich fragen. Würde mich also freuen, wenn Sie sich diese Datei herunterladen würden, installieren würden. Es wird jetzt immer mehr Inhalt auf diese Seite gestellt werden. Mein Ziel ist es, von der ganzen Universität, von der Fakultät Philosophinnen und Philosophen zu gewinnen, Professorinnen, Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu bestimmten Themen so eine 10-minütige Sendung anbieten. Also sowas gibt es noch nicht in dieser Art und ich glaube, die Zeit ist reif dafür und Sie sind sozusagen live dabei in diesem Seminar. Genug der Werbung. Jetzt sind Leitfragen. Also heute wollen wir uns wieder die Frage stellen, inwiefern ist die Freiheit des Wesens Gottes vorherwissenskompatibel? Also wir müssen hier unterscheiden zwischen Vorherwissen und Vorherbestimmung. Das sind zwei Probleme, die nicht identisch sind. Also Freiheit versus Prädetermination. Und Vorherwissen oder Vorherbestimmung. Und vorher. Das ist die Frage. Wenn Sie jetzt mal sich dieses Problem anschauen, mit welchen dieser beiden Determinationen glauben Sie, dass Freiheit am ehesten kompatibel ist? Mit dem Vorherwissen, weil selbst wenn ich vorher was weiß, kann ich ja immer noch reinteilen, in welche Richtung es geht, ob ich jetzt nach dem Wissen handle oder irgendwas. Ja, man muss jetzt hier noch dazu sagen, dass die Freiheit bezieht sich auf den Menschen. Und das Vorherwissen auf Gott. Also Gottes Vorherwissen meiner Handlungen machen die mich unfrei. Das ist die Frage. Und Sie würden aber auch sagen, muss nicht sein.
muss nicht genau. sagen, würde ich trotzdem dabei bleiben, selbst wenn Gott etwas in der Hand und mir weiß, ist es ja trotzdem meine Entscheidung, ob ich mit dem Wissen gehe oder gegen dieses Wissen gehe. Ja, beziehungsweise Sie müssten ja gar nicht wissen, dass Gott es weiß. Genau. Sondern, also ich glaube auch, dass das nicht so problematisch ist. Wir hatten ja jetzt in der Sitzung ein Zitat von Augustinus gelesen, Sie erinnern sich noch, wo er gesagt hat, das ist gerade kompatibel mit Freiheit und Wissen, das ist in Ordnung. Hat er gesagt, er hat sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das Vorherwissen Gottes vergrößert unsere Freiheit sogar, gerade, weil sie uns darin stärkt. Jetzt mit der Prädetermination ist es schon ein bisschen schwierig. Wir müssen also jetzt immer schauen, Luther und Erasmus und wie sie alle heißen, beziehen die sich jetzt hier auf Gottes Vorherwissen oder auf Gottes Prädetermination unserer Handlung. Da müssen wir unterscheiden. Und selbst wenn alles prädeterminiert ist, gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass wir dennoch frei sind. Das müssen wir uns fragen. Also inwiefern unterscheidet Luther zwischen diesen zwei Formen? Das sollten wir uns heute mal überlegen. Dann lauten Luthers Argumente gegen die Freiheit des Willens. Wir haben in der letzten Sitzung Erasmus in einer Sitzung eigentlich schon behandelt gehabt. Wie verhalten sich Luthers und Erasmus die Position zum Pelagianismus? Kann mir noch mal jemand von Ihnen sagen, was der Pelagianismus für eine These vertritt? Sie erinnern sich noch an den Quiz, an das Quiz, was wir in der letzten Sitzung gemeinsam gelöst hatten, ja? Das ist keine Erdbewegung. Genau, was gehört noch dazu? Das ist richtig, das ist so die Grundeinsicht, dann gehen da noch mit anderen Einstellungen einher. Ja? Ja, dass der Mensch auch ohne die Gnade Gottes gut sein kann, sondern genau. Das bloß dann nur als Unterstützung. Genau, die Gnade, die Luther so stark betont, die ist für den Pelagius nicht so wichtig. Das ist also wir sind nach dem Pelagius sehr frei, also relativ. Aber Pelagius ist natürlich als Heretiker verurteilt worden. Und wir hatten dann gesehen, Erasmus beginnt eine gefährliche Nähe zum Pelagianismus. Erasmus sagte, er muss die Skylla von Unfreiheit des Willens und die Charybdis von Pelagianismus vermeiden, gleichermaßen vermeiden. Und wenn er zu sehr die Freiheit des Willens betont, ist die Gefahr, die, dass er den Pelagianismus vertritt. Wenn er zu sehr den Pelagianismus meidet, wie Luther es tut, ist die Gefahr groß, dass er für die Unfreiheit des Willens argumentieren muss. Das sind diese zwei Probleme. Dazwischen müssen beide durchmanövrieren. Beziehungsweise Luther manövriert gar nicht durch, er schlägt sich auf eine Seite. Hallo. So, und jetzt haben wir in der letzten Sitzung Erasmus in Rotterdam ausführlich diskutiert. Wir wollen also noch ein Zitat noch mal lesen, was in meinen Augen sein Anliegen am besten wiedergibt. Ja. Pelagius scheint dem Freimel mehr als nötig zuzuschreiben. Gottus schreibt ihm reichlich viel zu. Luther verstümmelt ihn zunächst nur, indem er ihm den rechten Arm abschnitt und dann nicht einmal damit zufrieden. Brachte er den freien Willen und beseitigte ihn völlig. Ich billige die Meinung jener, die dem freien Willen einiges zuschreiben, aber der Gnade das meiste. Denn weder hätte man die Skylla der Anmaßung zu meiden müssen, dass man sich gegen den Charybdis und Verzweiflung oder eher Sorglosigkeit treiben muss. Noch hätte man ein verengtes Glied auf die Weise heilen dürfen, dass man es in die entgegengesetzte Richtung verengte, sondern man hätte es an seinen Platz zurückbringen müssen. Noch hätte man mit dem Feind vorne so kämpfen dürfen, dass man aus Mangel an Vorsicht von hinten verwundet wurde. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt das zentrale Zitat von Erasmus, auf das ich mich vorhin bezogen habe. Können Sie das nochmal reformulieren? Was ist jetzt hier das Problem, was er markiert, jetzt gerade auch mit Blick auf Luther? Was kritisiert er an Luther? Wie hat er das damals
behandelt. An alle, das geht an die ganze Versammlung hier. Ja. Also Luther zu wenig differenziert und sich einfach auf eine Seite schlägt, was das Problem ist. Und wie verstehen Sie hier, dass er in welchem Abschnitt hier den rechten Arm des freien Willens abschnitt. Wie verstehen Sie das? Wie wissen Sie noch, wie wir das interpretiert haben in der letzten Sitzung? Ja? Wir hatten gesagt, der hat sozusagen die Freiheit zum Guten abgeschnitten, ja. Die Freiheit zum Gutes tun. Genau. Ja. Das war so meine Interpretation. Ne? Der Wille hat zwei Arme, metaphorisch jetzt. Zwei Entscheidungsmöglichkeiten, eine Freiheit zum Guten und zum Bösen, und die Freiheit zum Guten wird wohl metaphorisch eher mit der rechten Hand gerecht, rechts ist ja so klassischerweise mit rechts konnotiert, wird eher die Freiheit zum Guten sein und links eher die Freiheit zum Bösen. Und es gibt ein Zitat, das hatten wir aber glaube ich auch schon gelesen, ganz zu Beginn, wo Luther sagte, das war in dieser Heidelberger Disputation, da sagte er, der Wille kann zum Guten gar nichts bewirken und zum Bösen ein bisschen, da ist er immerhin noch so frei. Zum Bösen ist frei oder da ist es kein Problem, aber zum Guten ist es. Und so interpretiere ich jetzt hier diese Verstümmelung des rechten Arms. Ja, das ist so Erasmus gewesen und jetzt hat Luther, und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu Luther. Richtig, wir hatten ja einiges gelesen, aber jetzt kommt diese eigentliche Schrift, die Sie auch in Ihrer Textsammlung haben. Jetzt kommt diese Schrift vom freien Willensvermögen, 1525. Erasmus hatte seine Schrift geschrieben, ich glaube, nur unwesentlich früher, kurz zuvor. Und jetzt lesen wir einfach mal, wie Luther beginnt. Wir müssen jetzt schauen, wie er Erasmus bewertet. Er macht ihm jetzt eingangs einige Komplimente. Wir sollten uns davon aber nicht täuschen lassen, sondern diese Komplimente sind vergiftet. Luther ist dann ziemlich direkt in seiner Kritik. Und jetzt lesen wir mal einfach gemeinsam diese Zitate und schauen auf diese Frage hier. Freiheit des Menschen, wie ist es kompatibel oder nicht, inwiefern nicht mit Vorherbestimmung, Prädetermination oder Vorherwissen Gottes. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, dazu lesen wir jetzt einfach der Reihe nach, wollen Sie vielleicht noch weiterlesen? Dem verehrungswürdigen Mann, Herrn Erasmus von Rotterdam, wünscht Martin Luther Gnade und Friede in Christo. Dass ich so spät auf deine Diatribe über das freie Willensvermögen antworte, ehrenwerter Erasmus, geschieht gegen die Hoffnung aller und ganz gegen meine Gewohnheit. Bisher erschien ich doch als jemand, der nicht nur gern solche Gelegenheiten zu schreiben ergriffen hat, sondern mehr als das, sie sogar gesucht hat. Manch einer wird sich wundern über jene neue und ungewohnte Seite, die man Nachsicht oder Scheu nennen kann. Ihn haben ja nicht einmal die so vielen aufgeregten Rufe und Texte der Gegner auf den Plan gerufen, die Erasmus schon zu seinem Sieg beglückwünschten und ein Triumphlied anstimmten, das da lautete, hat jener Makabäus und starrsinnige Bekenner endlich einen würdigen Gegner gefunden, gegen den er den Mund nicht aufzutun wagt. Fürwahr, nicht nur klage ich jene nicht an, im Gegenteil, ich gestehe dir die Siegespalme zu. Die habe ich zuvor niemandem zugestanden. Nicht nur, weil du mich im Blick auf Beredsamkeit und Geisteskraft bei Weitem übertriffst, das gestehen wir alle dir zu Recht zu, und das umso mehr, als ich mich als Barbar angemessen, nämlich stets barbarisch verhalten habe, sondern weil du meinen Geist und Ansturm aufgehalten und mich noch vor dem Kampf ermüdet hast, und zwar auf zweierlei Weise. Vielen Dank. Was ist jetzt hier so, kannst du mal zusammenfassen, mal die Strategie von Luther, wie setzt der hier ein? Erinnern Sie sich auch zurück an dieses Anschreiben an den Bischof Albrecht? Sehen Sie sich noch dieses Schreiben von 1517, am 31. Oktober, in dem er auch die 95 Thesen dann noch so beiläufig an PS reingelegt hatte. Vergleichen Sie nochmal, kommt es Ihnen bekannt vor? Ja, ja, es ist so ähnlich. Also er stellt sich jetzt auch ein bisschen unter Erasmus von Rotterdam. Ich sage, ja, gegen ihn bin ich ein Barbar sozusagen. Er ist
deswegen habe ich jetzt auch so lange gewartet mit den Antworten, weil ich es eben nicht wage, mich jetzt dagegen zu stellen. Er steht angeblich auch im Sieg zu, in dem Fall. Genau, vorerst zumindest mal, ne? Ja. In einer gewissen Hinsicht. Und diese Hinsicht ist die zum Beispiel Beredsamkeit und Geisteskraft. Die Frage ist, ist Beredsamkeit und Geisteskraft das, worauf es Luther eigentlich ankommt? Beredsamkeit ist ja auch etwas zweideutig. Das müsste man durch die lateinische Version schauen, was der Beredsamkeit da versteht. Eloquentia vielleicht, ne? Eloquentia könnte sein. Aber die Beredsamkeit ist, also wenn man dann im Verlauf des Textes noch weiterliest, kommt dabei raus, dass Beredsamkeit kann, dass überhaupt nichts Positives ist, weil später ist es dann nicht mehr die Beredsamkeit, sondern vergleicht er dann Erasmus von Rotterdam mit den Sophisten, die ja auch nur geredet haben und inhaltlich überhaupt nichts geliefert haben. Genau, das ist so die Stoßrichtung. Aber zunächst einmal beginnt er recht harmlos oder eben normal. Ne? Diese Untergebenheits- Formen, diese Höflichkeitsformen. Das ist jetzt mal soweit nicht auffällig. Oder vielleicht ist es gerade insofern auffällig, dass es so unauffällig ist, wenn man Luther kennt. Dann lesen wir einfach mal weiter. Wenn Sie lesen. Zunächst hast du dich mir durch die Kunst, die Angelegenheit mit bewundernswerter und unaufhörlicher Mäßigung zu behandeln, entgegengestellt. So konnte ich nicht gegen dich entflammt werden. Und dann durch das Glück oder den Zuteil oder das Schicksal, dass du bei einem so bedeutenden Thema nichts sagst, was nicht schon vorher gesagt worden wäre. Und noch weniger sagst du und mehr gestehst du dem freien Willensvermögen zu, als bisher die Sophisten gesagt und zugestanden haben, worüber ich weiter unten noch sprechen werde. So erschien es überdies überflüssig, auf diese deine Argumente zu antworten, zumal ich sie schon zuvor oftmals widerlegt habe. Ja, jetzt sind sie richtig gehend in den Boden gestampft und geradewegs zertreten durch das unwiderlegliche kleine Buch Philipp Melanchthons über die theologischen Logi. Das ist meinem Urteil nach nicht nur der Unsterblichkeit würdig, sondern sogar dessen in den kirchlichen Kanon aufgenommen zu werden. Vielen Dank. Jetzt ganz untypisch, jetzt verweist Luther plötzlich auf eine dritte Person, Philipp Melanchthon. Wissen Sie, wer der Melanchthon war? Schon mal gehört den Namen Melanchthon? Nicht? Ich zeige Ihnen mal ein Bild, wie er aussah. So. Wenn Sie sich mal den Namen anschauen, Melanchthon, ist ja kein typisch deutscher Name, Melanchthon. Noch nie gehört. Es ist ein kritisierter Name, Sie wollen sich melden, ja? Schwarzerd. Mhm. Genau, der hieß Schwarzerd oder Schwarzerd, hieß der ursprünglich. Und dann hat er gesagt: Gut, es ist gerade in Mode, alle kritisieren ihre Namen, alle Intellektuellen oder viele Intellektuelle in dieser Zeit um 1500 Renaissance, dann mache ich es auch. Ja, und das passte sehr gut. Melas, Schwarz. Thomas, die Erde, schwarz. Haben Sie es durchgehen lassen? Vielen Dank. Ja, keine Frage ist dazu gekommen, dann nehme ich an, dass die bereits bestehenden ausreichend sind. Also Schwarzerd oder Schwarzerd hat sich umbenannt in Melanchthon. Genauso übrigens der Luther, wie Sie wissen. Luther hieß ja nicht Luther, sondern Luder oder Lotter oder irgendwas dieser Art. Und Luther kommt von Eleutheros, griechisch frei. Luther nannte sich eine kurze Phase in seinem Leben auch Eleutheros und hat erst an dem Tag, wo er die 95 Thesen an den Bischof geschickt hatte, sich Luther genannt. Das ist zum ersten Mal, dass dieser Name so auftritt, Luther mit Thea, Eleutheros. Ja, Luther verweist hier auf Melanchthon und zwar auf die theologischen Loci oder Loci. Das heißt Loci, was heißt das? Übersetzt? Ein Locus, ja, genau, die theologischen Orte oder topologische Themen oder ja, Grundthemen. Und er sagt über diese Loci, das ist das Allerbeste, was geschrieben wurde. Ja, es ist so gut,
sagt einen anderen Kontext, ein Tischgespräch, das direkt nach der Bibel kommt, diese Look. Die sind so toll, so knapp formuliert, teilen die allerwichtigsten dogmatischen Einsichten. Wir müssen direkt, was die Dogmatik anbelangt, nach der Bibel berücksichtigt werden. Ja, und jetzt schauen wir mal ein bisschen rein in diese Look, was Luther da gemeint haben kann. Also, Melanchthon habe die These von Erasmus oder die Thesen der Sophisten, muss man vielleicht auch sagen. Sie hatten schon erwähnt, Sophisten, wie kommen sie noch vor? Die Frage ist, was meint Luther mit Sophisten? Haben Sie eine Idee, was er unter Sophist versteht? Also es gibt ja im engeren Sinne, ja? Also ich glaube, Luther meint eher die Scholastik, oder? Mhm, also genau. Nicht jetzt die antiken... Mhm. Genau. Die antike Schule der Sophisten, ja, gegen die so Platon immer, also Protagoras, diese ganzen Thrasymachos und wie sie alle heißen. Ne? Gorgias natürlich, ne? Diese ganzen Sophisten, die meint jetzt Luther nicht so sehr und auch Melanchthon nicht so sehr, sondern die mittelalterlichen Traditionen, der Scholastik, sowas. Wir werden es noch genauer sehen, er wird sagen, Beredsamkeit ist so ein Faktor, aber auch dieses Vertrauen auf die Vernunft. Das ist für Luther ganz verhängnisvoll, auf die Vernunft zu sehr zu vertrauen. Die führt uns nur ins Abseits. Und Melanchthon habe in diesem Loki diese Sophisten und ihre Argumente zertreten über den freien Willen, muss man ganz sagen. Das sind jetzt die Loki Communes, die allgemeinen Orte, 1921 erschienen. Da war er 24 Jahre alt, also sehr jung. Es gibt verschiedene Versionen dieser Loki. Es gibt noch eine Version aus den 30ern, das ist dann die späte, ich glaube 1536. Das ist dann die reifste. Aber er hat seine These nicht großartig modifiziert. Luther bezieht sich hier auf diese 1521 erschienene Version. Lesen wir einfach mal, was jetzt hier Melanchthon über... Also ich muss noch sagen, wer Melanchthon war, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Melanchthon war ein Kollege, kann man sagen. Ein Arbeitskollege von Luther. Melanchthon war einer der bedeutendsten Gräzisten und Humanisten dieser Zeit, so mit Erasmus zusammen. Melanchthon war dann aber sehr schnell dann auf Luthers Seite gewechselt und hatte dann zusammen mit Luther die Bibel übersetzt. Also Luther konnte jetzt nicht so gut Griechisch, Latein konnte er perfekt, aber Griechisch konnte er nicht so gut. Und Melanchthon hat ihm da sehr viel geholfen. Er war also einer der besten Gräzisten. Und ohne den hätte Luther das nicht geschafft. Melanchthon hat auch noch philosophische Interessen gehabt, theologische natürlich, hat aber auch Lehrbücher über Griechisch verfasst. Genau, und das war also eine sagen, diese intellektuelle Rückgrat von Luther, könnte man sagen. So intellektuelle Zuarbeit. Ja. So, was sagt jetzt da Melanchthon in diesem Loki? Lesen vielleicht noch weiter, wollen Sie lesen? Ich will ja nicht den Meinungen von Menschen folgen und die Sache aufs Einfachste und Klarste darstellen, die bald die alten, bald die neuen Schriftsteller zumeist verdunkelt haben. Denn sie legten die Schrift so aus, dass sie dennoch zugleich dem Urteil der menschlichen Vernunft dienen wollten. Zu wenig populär schien es zu lehren, dass der Mensch notwendigerweise sündige, grausam schien es, den Willen zu tadeln, wenn er außerstande ist, sich vom Laster zur Tugend zu bekehren. Deshalb gestanden sie mehr, als angemessen war, den menschlichen Kräften zu und wichen im erstaunlichen Maße voneinander ab, da sie sahen, dass die Schrift dem Urteil der Vernunft überall zuwiderläuft. Vielen Dank. Was ist jetzt die Kritik von Melanchthon? Was kritisiert er angesichts Vernunft und Schrift, ja? Also er sagt halt, dass die Schriften die Vernunft eigentlich widerlegen. Oder dass sie entgegengesetzt sind, sich. Entgegengesetzt, weil die das gedeutet haben, deshalb zu grausam empfanden, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, dass man zum hingeht, sondern eigentlich nur zum Negativen. Genau, also für viele Intellektuelle war das einfach etwas unerträglich, gewisse Passagen aus der Bibel, es werden ja immer wieder welche angeführt, zu sehen, wo die Freiheit des Willens bestritten wird. Ne? Speziell die Freiheit des Willens zum Guten. Und jetzt sagt Melanchthon,
Die Vernunft kannte das nicht ertragen. Also die Vernunft versuchte dann, sich das so hinzuinterpretieren, dass die Freiheit des Willens, die offensichtlich ein Interesse der Vernunft ist. Die Vernunft hat ein Interesse, dass der Wille frei ist. Und kompliziert damit mit bestimmten Passagen aus der Bibel. Die Vernunft versucht sich dann die Bibel so zurechtzulegen, dass die Freiheit des Willens wieder möglich ist. Ja. Haben Sie sonst noch eine Bemerkung zu diesem Abschnitt? Haben Sie gestanden, mehr als angemessen, mehr als angemessen für menschliche Kräfte zu? Ja, es ist wenig populär, es ist klar. Schon damals war es nicht populär zu sagen, dass der Mensch unfrei ist. Und man könnte aber sagen, heute ist es gerade wieder populär, wenn man so manche Hirnforscher hört. Ich weiß nicht. Aber das ist so sagen, Vernunft versus Schrift, Vernunft versus göttliche Einschränkung der Freiheit. Lesen einfach weiter, holen Sie weiter. Und in diesem Lehrstück schließe ich ja, obwohl die christliche Lehre ganz und gar von der Philosophie und der menschlichen Vernunft abweicht, erwähne ich dennoch die Philosophie in das Christentum ein. Und das gottlose Dogma vom freien Willen wurde übernommen und die Wohltätigkeit Christi durch jene gemeine und aus der Luft bestehende Weisheit unserer Vernunft verdunkelt. Der Begriff freier Wille kam in Gebrauch, der die göttliche Schrift und dem Sinn und Urteil des Heiligen Geistes ganz fremd ist und durch den, wie wir sehen, heilige Männer nicht selten abgestoßen werden. Vielen Dank. Macht das noch ein bisschen klarer, was diagnostiziert wird jetzt, was ist jetzt passiert? Das ist ein starkes Stück eigentlich. Ja, wie konkret ist die Vernunft, mit der man also diese Auslegungspraxis, die man Interesse an der Unwahrheit hat, verdunkelt eigentlich im eigentlichen Sinn der Heiligen Schrift und verfälscht ist. Ja, und der stellt gleich die Diagnose, dass jetzt in die christlichen Lehren die abendländische Philosophie auch gewisserweise Einzug gehalten hat. Da eben durch den freien Willen zum Beispiel. Also durch die These da. Und ganz das Richtige jetzt hier, das gottlose Dogma vom freien Willen. Also Philosophie ist für die Menschen die Vernunft reserviert und die infiltriert jetzt die Theologie. Die stülpt jetzt irgendwelche Konzepte über, die ihr völlig fremd sind und die ihr sogar zuwiderlaufen, ihr widerstreifen. Und wenn Sie jetzt nochmal auf hier die Wohltätigkeit Christi schauen, was ist das Problem damit? Was würde passieren mit Blick auf die theologische Bedeutung Christi, wenn wir der Philosophie zu viel Macht anräumen in der Theologie? Was passiert dann mit Christus? Ja? Dann können wir den nicht mehr erkennen und nicht mehr sehen. Das verstellt uns den Blick auf Christus. Wir brauchen ihn gar nicht mehr ein. Wir brauchen Erlösung nicht. Wir brauchen Gnade nicht. Wenn wir selbst in der Hand haben. Das ist so das Argument. Gnade und so weiter geht ja von Christus aus. Ist aber vom Ende her gedacht. Diese ganze Sündenthematik im Neuen Testament, vor allem bei Paulus, die wird nicht sehr vom Anfang von der bösen Tat her gedacht, sondern von der Gnade her, von der Erlösung her, also vom Ende. Denkt immer von Christus her alles. Und das würde Christus überflüssig machen, diese Gnade. Wenn wir selbst die Möglichkeit dazu haben, zu empfangen. Es wird also die Grundansicht des Neuen Testaments, die ja um Jesus Christus gruppiert ist, überflüssig machen, ihr widerschreiben. Und das ist so das Argument. Das ist natürlich eine sehr protestantische Sicht. Die katholische Sicht ist nicht so extrem gegen die Freiheit des Willens zu dieser Zeit. Erasmus ist da wesentlich liberaler. Das ist schon eine sehr typisch protestantische Angelegenheit.
Dann lesen wir mal weiter. Wollen Sie lesen? Ja. Mhm. Hinzugekommen ist auch die Philosophie Platons, dass in gleicher Weise verderbliche Leute Vernunft, Ratio, denn ebenso wie wir auch in den späteren Zeiten der Kirche Aristoteles anstelle von Christus hochgehalten haben, so ist zugleich nach dem Anfang der Kirche die christliche Lehre durch die platonische Philosophie zugrunde gerichtet worden. So konnte es geschehen, dass es, abgesehen von den kanonischen Schriften, keine unverfälschten Schriften in der Kirche gibt. Alles, was im Allgemeinen durch die Kommentare überliefert wird, riecht nach Philosophie. Oh, ja, was sagt ihr jetzt hier? Dass es eigentlich nichts Unverfälschtes mehr gibt in der theologischen Auslegung der Bibel. Das Einzige, was noch unverfälscht scheint, sind die kanonischen Schriften. Na, der Rest ist alles irgendwie philosophisch unterwandert. Ne? Unterwandert. Ne? Ja, also, richtig. Also, erst hat er die Freiheit des Willens betrachtet, den Begriff des freien Willens. Und jetzt sagt er, es gibt einen weiteren höchst problematischen Begriff in seinem Wort, nämlich Vernunft. Vernunft und freier Wille, die sind Verhängnisse. Warum? Können Sie es nochmal wiederholen? Was ist so das Problem von Vernunft und von freiem Willen angesichts jetzt der theologischen Situation? Warum ist es verhängnisvoll? Die Vernunft. Verderblich. Ja, vielleicht weil die Vernunft sozusagen als eine Kraft dargestellt wird, die außerhalb der göttlichen Gnade steht und damit ihrer nicht bedarf. Richtig. Die Vernunft hat ihre eigenen Gesetze. Die Vernunft gibt eine gewisse Autonomie vor. Ich glaube nur das, was ich erkenne, was ich weiß. Das ganze neuzeitliche Autonomie-, Subjektivitätsthematik, die kreist um den Vernunftbegriff. Die macht sich aber gerade frei von kirchlichen, religiösen Vorgaben. Das sagt aber Melanchthon jetzt gerade verhängnisvoll. Wegen dieser Gnadentheorie. Und auch Platon ist problematisch. Ne? Platon hat die Ratio, den Mus, hat Platon in die theologische Debatte eingebracht. Und Aristoteles ist noch viel schlimmer. Also, wenn man Luther sich mal anschaut, dann ist er eher noch zu Platon geneigt als zu Aristoteles. Es geht deswegen darum, es geht um die Unsterblichkeit der Seele. Platon und Aristoteles bewerten diese Seelenthematik anders. Und Luther steht Platon näher als Aristoteles. Aber diese beiden großen Philosophen, die ja für das Mittelalter ganz bestimmt waren, für die Scholastik, die werden hier sehr, sehr kritisiert, weil sie eben nicht so sehr den freien Willen jetzt betonen. Für Platon und Aristoteles gibt es sowas wie den freien Willen nicht. Der Willensbegriff, wie wir ihn kennen, den gibt es eigentlich erst seit Paulus oder sogar später. Das ist jünger und relativ junges Konzept. Aber die Vernunft, das ist entscheidend. Die Vernunft, die uns unabhängig macht von theologischen Rahmenbedingungen, die ist verderblich. Ja, ja, wir wissen nicht so, dass die Philosophie Platons ja auch maßgeblich Thomas von Aquin beeinflusst hat und dass aber auch in Platons Philosophie auch die menschliche Vernunft irgendwie angekoppelt ist an die Idee des Guten. Das ist schön, die ja praktisch dann von Augustinus ja als die göttliche Idee umgedeutet wurde. Also ist doch die Vernunft letzten Endes doch auch nur etwas Gottgemachtes und damit nicht von Gott abgekommen. Also verstehe ich das in dem Sinne. Richtig, also wenn man jetzt sich auf Luther bezieht, dann kann man doch sagen, dass für Luther Platon nicht so problematisch ist. Wegen dieser sehr theologischen Ausrichtung auf die Idee des Guten. Die Idee des Guten, kann man sagen, ist vielleicht Gott. So, und alles hängt davon ab. Wir können nur erkennen, nicht durch uns, sondern durch die Idee des Guten. Das wäre so auf dieser Linie. Richtig. Aber ich glaube, was er hier kritisiert, ist eben, dass das wir, jeder Mensch in sich eben die Vernunft hat, den Mus. Das ist das Vermögen, die Idee zu erkennen. Ideen zu erkennen. Und das ist letztendlich in der Freiheit, in Anführungsstrichen, des Individuums verankert. Und das scheint er zu kritisieren. Also dieses noetische Vermögen, dieses Vermögen der Vernunft, als Vermögen
intelligibel, ohne jetzt religiöse Konnotation zu den Ideen einen Zugang herzustellen. Auch wenn, wie Sie richtig sagen, dieser Zugang eigentlich nur dank der Idee des Guten stattfinden kann. Sie kennen das Sonnengleichnis. Wir können nur erkennen, indem wir das Licht haben. Und das könnte man jetzt wieder theologisch so formulieren, indem wir irgendwie das Evangelium haben oder indem wir irgendwie theologische Rahmenbedingungen haben. Deswegen ist jetzt Platon nicht so problematisch für Luther. Melanchthon hat da vielleicht noch andere Gründe, wir können da jetzt nicht genauer eingehen, aber Aristoteles ist sehr problematisch, weil er bezüglich der Unsterblichkeit der Seele Thesen vertreten hatte, die jetzt dieser christlichen Lehre der Unsterblichkeit der Seele eher entgegenlaufen. Da war Aristoteles eher problematisch. Aber das sind die Alten und die ganzen mittelalterlichen Philosophen haben sich mehr noch auf Aristoteles bezogen. Platon auch, aber Aristoteles war vielleicht fast noch wichtiger für die Scholastik. Wenn Sie mal an diese Logik denken, die aristotelische Logik, Platon hat jetzt ja nicht in diesem Sinne eine Logik entwickelt, während Aristoteles diese ganze Rhetorik, die Dialektik, das kommt alles von Aristoteles. Auch wenn man diese sieben freien Künste sich anschaut, die ja das Studium im Mittelalter ausmachten, das ist eigentlich aristotelische Philosophie, portioniert in bestimmte Fächer oder aristotelische Theorie, sagt man so. Platon ist da nicht so wichtig. Okay, dann sieht man doch, da doch alles, was geschieht gemäß der göttlichen Vorherbestimmung, die Vina Prädestinatio, notwendig geschieht, gibt es keine Freiheit unseres Willens. Ja, das ist so die zentrale These. Göttliche Vorherbestimmung. Das ist das hier. Göttliche Vorherbestimmung und Freiheit sind inkompatibel. Sagt er. Ganz einfaches Argument. Und Luther sagte mal in einem Tischgespräch, Melanchthon habe es so vortrefflich verstanden, sich kurz zu fassen, auf den Punkt zu kommen. Er, Luther, könne das nicht. Er müsse immer so ausschweifen. Das ist ja sehr kurz. Lesen wir noch eines, von Melanchthon, bevor wir dann zu Luther übergehen wollen. Sie lesen. Wenn man aber die Kraft des menschlichen Willens nach dem Fassungsvermögen der Natur beurteilt, so kann man nach der menschlichen Vernunft nicht geleugnet werden, dass es in ihr eine gewisse Freiheit in äußeren Werken gibt, wie du selbst die Erfahrung machst, dass es in deiner Macht steht, einen Menschen zu grüßen oder nicht zu grüßen, dieses Gewand anzuziehen oder nicht anzuziehen, Fleisch zu essen oder nicht zu essen. Und auf diese Zufälligkeit äußerer Werke hefteten die Philosophaster, die dem Willen die Freiheit zuschreiben, ihr Augenmerk. Weil aber Gott die äußeren Werke nicht beachtet, sondern die inneren Regungen des Herzens, deshalb auch die Schrift nichts über diese Freiheit aussagt. Diejenigen, die durch eine gewisse äußerliche und maskierte Höflichkeit Moral heucheln, leben eine derartige Freiheit, nämlich die Philosophen und neueren Theologen. Mhm. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt interessant. Was macht jetzt hier Melanchthon ganz zum Schluss zum Exkurs noch? Sagt halt, okay, rein äußerlich gesehen gibt es diese Freiheit. Und man kann wählen, ob man Fleisch isst oder nicht, ob man das anzieht oder das nicht. Oder ja, halt auf die äußeren Werte. Also nur das, was man sehen kann. Aber er sagt, das spielt ja für Gott keine Rolle. Für Gott spielt es nicht mehr eine Regel. Richtig. Und Sie haben schon sehr treffend gesagt, Werke. Ne? Äußern sagen Sie diese Werke. Und diese Werke interessieren Luther überhaupt nicht. Werke, diese ganzen Werkgerechtigkeit. So, ne? Da können wir noch so frei sein, spielt keine Rolle, wie Sie das sagen. Das heißt, wir müssen jetzt noch unterscheiden zwischen innerer und äußerer Freiheit. Und diese Frage hier betrifft nur innere. Äußere Freiheit, die ist geschenkt. Das ist aber völlig uninteressant. Sie kennen sicherlich dieses Augsburger Glaubensbekenntnis, die Confessio Augustana, die ist dann später verfasst worden. Das ist dann so die
Einigung auf den protestantischen Glauben. Und im Artikel 18 dieser Confessio Augustana, den ich das nächste Mal hier noch an die Wand werfen werde, da gibt es auch eine These über die Freiheit des Willens, und die geht in diese Richtung. Die äußere Freiheit, in der äußeren Freiheit, da haben wir die Wahrheit, äußere Dinge zu tun, aber in der inneren nicht, der inneren Freiheit. Ja, das ist jetzt mal so eine Art von Kompatibilismus schon fast, dass er sagt, wir müssen zwischen verschiedenen Formen der Freiheit schauen. Eine Form der Freiheit ist für den Menschen nicht möglich, das ist die Freiheit zur Gnade, die theologische Dimension, sich sein Heil zu erwerben durch eigene Leistung, das geht nicht. Wir brauchen den Christus, das ist wieder diese heilsgeschichtliche Perspektive, von hinten nach vorne, also vom letzten Christus. Und dann gibt es aber diese äußere Freiheit, und das ist eine alltägliche Freiheit. Das betrifft aber nicht theologisch relevante Bereiche. Das ist theologisch indifferent. Ja? Also heißt es dann eigentlich, dass die äußere Freiheit, also alles, was wir Sichtbares tun, überhaupt keinen Einfluss hat auf andere auch? Weil die müssen ja davon bemüht werden. Das ist ein guter Punkt, genau. Die Frage ist jetzt die, wo hört die äußere Freiheit auf, in diesem schlechten Sinne, und wo beginnt die innere Freiheit? Könnte es nicht auch eine Form von äußerer Freiheit sein, wenn ich einem Menschen irgendwie Leid zufüge? Ne? Wie sieht es da aus? Das ist eine spannende Frage. Nach dem würde Melanchthon wohl sagen, ja. Und das wäre dann tatsächlich ein sehr weiter Freiheitsbegriff, wenn man ihn jetzt so interpretiert. Weil das wäre eigentlich der Freiheitsbegriff, der uns heutzutage nur interessiert. Uns interessiert, also alltäglich, interessiert uns die lebensweltlich, interessiert uns die theologische Freiheit in allermeisten Fällen nicht. Ja, man muss dazu erstmal, darf kein Atheist sein. Ja. Überwiegende Mehrzahl oder ein großer Anteil der Menschen sind atheistisch, das heißt, die theologische Dimension spielt keine Rolle. Und selbst wenn man nicht atheistisch ist, wann spielt im Alltag diese Dimension noch eine Rolle für uns Handeln? In gewissen Situationen vielleicht. Aber ich glaube, generell oder allgemein nicht mehr so häufig, wie es damals bei Luther der Fall war. Wenn man jetzt äußere Freiheit so versteht, dass es vielleicht auch solche Dinge einschließt wie der Umgang mit anderen Menschen, das geht daraus nicht da hervor. Dann hätten wir eigentlich einen ziemlich großen Bereich der Freiheit abgedeckt, wie wir ihn heute verstehen. Das sagt er jetzt nicht genau dazu. Wir müssen mal schauen, ob Luther noch was dazu sagt. Aber es ist ein interessanter Punkt. Weil, klar, Fisch, Fleisch zu essen oder nicht, das ist moralphilosophisch irrelevant. Gut, so ist es auch letztendlich. Es gibt dann diesen Vegetarismus und so weiter. Soll man Tiere töten und so weiter? Da hängt dann doch ein bisschen was dran. Aber zur damaligen Zeit jedenfalls nicht. Was bringt er noch? Ja, ich meine, jemanden zu grüßen oder nicht zu grüßen, das ist moralisch schon relevant. Zur damaligen Zeit. Ich bedenke, damals war es ja viel wichtiger, diese Umgangsform. Ja? Das haben wir nämlich gegrüßt. Wenn jetzt Luther den Erzbischof Albrecht von Magdeburg nicht gegrüßt hätte in seinem Brief, das wäre ein Affront gewesen. Das wäre auch moralisch durchaus. Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage zu dieser Trennung innerer und äußerer Freiheit. Also, wie verhält sich das dann zum Beispiel, wenn man irgendwas, weil ja laut Luther so gute Werke und also Werke, in den Werken, was ja nicht zählt, und das ist ja durchaus die äußere Freiheit dann fällt, also irgendwas Gutes zu tun. Aber ich frage mich jetzt halt so ganz spontan, wie das ist, weil wenn man irgendwas Gutes tut, also was ist, also Gutes, ja, irgendwas Gutes tut, halt, jetzt fällt mir ein passendes Beispiel ein, aber das ist doch, da geht doch, dem geht doch immer eine innere Regung voraus, oder? Weil man doch, wenn man tut etwas Gutes nicht einfach so, sondern weil man das Gutes tun will, also ist der Wille zum Guten ja da, aber das ist dann der innere Freiheit, dann müsste doch dann rein theoretisch die äußere Freiheit auch schon wieder nicht frei sein, weil die innere Freiheit nicht. Genau, guter Punkt. Es muss seinen Grund eigentlich inneren haben. Gut, innere Freiheit meint er jetzt ja eher so die theologische Freiheit. Also er meint damit letztendlich die heilsgeschichtliche Freiheit. Werden unsere Sünden uns vergeben? Können wir dazu beitragen, dass es uns zu Sünden vergeben wird? Das meint ihr das Innere.
Aber Sie haben schon einen wichtigen Punkt getroffen, weil Melanchthon im Umkreis dieser Zitate, die ich jetzt heute nicht alle an die Wand werfen kann, aber die ich Ihnen noch zugänglich machen kann, wenn Sie es interessiert, genau über diese Frage spricht, ob wir einen Willen haben. Über diesen Punkt, den Sie gerade genannt haben. Und er sagt, nein, wir haben keinen Willen. Der Willensbegriff ist eine Erfindung. Wir haben nur Affekte in uns. Wir haben nur Neigungen in uns. Und die können wir eigentlich gar nicht bestimmen. So spricht Melanchthon. Er sagt, der Willensbegriff, der trifft gar nicht zu auf die Realität unseres Innenlebens. Das ist eine Konstruktion. Der Wille kann auch nie mit Affekten kämpfen. Das geht nicht. Das ist begrifflich widersinnig. Sagt Melanchthon im Umkreis dieses Zitats. Also wenn Sie es interessiert, Sie können auch gerne eine Hausarbeit oder einen Teil der Hausarbeit über Melanchthon schreiben. Melanchthon ist philosophisch relevant. Es gibt zum Beispiel jetzt eine neue Publikation, die heißt Melanchthon als Philosoph. Also wenn Sie das interessiert, dann können Sie auch gerne über Melanchthons Freiheitsbegriff schreiben, weil ich da wirklich Interessantes empfinde. Da müsste man aber ein bisschen mehr noch ins Detail gehen, wie er die Antike kritisiert und was er von Willensbegriff hat. Aber er lehnt den Willensbegriff ab eigentlich. Und zwar macht er das ganz zu Beginn dieser Notiz Communis. Also ganz zu Beginn dieser Schrift stellt wirklich den Anfang, wir sind unfrei. Damit beginnt er die Schrift. Das ist ziemlich unpopulär, wie er selbst das sagt, so gleich einzusteigen. Aber damit sind die Fronten erklärt. Damit war ich wieder muss dann. Hatte sich sonst noch jemand gemeldet? Dann können wir, wenn Sie dazu keine Fragen haben. Also Luther sagt, zusammengefasst, das, was Melanchthon schon da gesagt hat, das ist so kurz und bündig, so treffend, dass ich da eigentlich gar nichts mehr bei den hinzufügen muss. Damit ist schon alles gesagt. So, und jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Hauptschrift, auf Luthers Schrift Servo Arbitrio und lesen einfach weiter. Also, die Situation war die, Erasmus, die Diatribe vom freien Willen, die Libero Arbitrio gegen Melanchthon und Luther. Lesen wir einfach weiter. Dein Büchlein damit verglichen kommt mir dagegen so nichtssagend und gering vor, dass ich dich heftig bemitleide, der nur deine ausgesprochen schöne und geistreiche Ausdrucksweise mit solchem Dreck besudelst. Und mich übet einen so ausgesprochen unwürdigen Stoff entrüstet zeige, der mit solch wertvollen Zierrat an Beredsamkeit daherkommt, als würden Abfall und Mist in goldenen und silbernen Gefäßen gebracht. Das scheinst du auch selbst genau gefühlt zu haben, als du dich so schwer damit getan hast, dich an dieses Geschäft des Schreibens zu machen. Vielen Dank. Ja, was? Dein Büchlein ist jetzt Erasmus, die Libero Arbitrio. Das ist wirklich eine ganz, ganz kurze Schrift. Wir haben die in einer Sitzung haben wir die gelesen, die wichtigsten Zitate. Was sagt dir jetzt da? Ja, das war eigentlich nur Blend Fair. Also, ja. Sophisticated. Und der Inhalt, der ist so, ja, problematisch, so unwürdig, Abfall ist, die Form dagegen so schön, ne? Blend Fair. Das ist jetzt natürlich schon harte Tobak. Ne? Und er bemitleidet ihn. Heftig. Schön und geistreich, das ist anders nur Äußerlichkeit. Könnte jetzt auch wieder sagen, bezogen auf die Unterscheidung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Erasmus hat einfach auf die Äußerlichkeit gesetzt. Form, Ausdrucksweise. Das sind die Werke, aber der Inhalt, der Geist sozusagen. Eigentlich geistreich ist jetzt damit gemeint, geistreich ist jetzt gerade eben nicht der Geist, der Buchstabe. Und der wahre Geist, die Innerlichkeit, die ist eben hier nicht vorhanden und es ist nur das hier. Also diese Unterscheidung zwischen Geist und Buchstabe, zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit, die kann man jetzt auch auf Erasmus übertragen, vielleicht. Wie das? Dann lesen wir. Oder ich habe noch eine Frage gehabt dazu. Ich war letzte Sitzung nicht da. Was meint denn, dass der Erasmus sich schwer getan hätte, sich an dieses Schreibgeschäft zu machen, hat man dafür gebraucht oder was? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Wahrscheinlich sind da gewisse Briefwechsel, existieren da Briefwechsel, wo sie sich vielleicht ausgetauscht haben, wie das zustande kommt. Das weiß ich jetzt
halt nicht. Das müssen gewisse Umstände sein. Weiß jemand von Ihnen, gewisse Umstände gewesen sein, dass ich, dass offensichtlich Erasmus damit Schwierigkeiten hat? Also ich hatte eher gelesen, dass die Antwort Luthers, dass er sich dazu hat überreden lassen, irgendwie erst lange. Richtig. So, also so genau. Habe ich das gelesen. Ja, so, das bestimmt. Das ist auf jeden Fall richtig, dass Luther sich immer sehr schwer getan hat zu schreiben. Also er hatte gewisse Phasen, in denen es sehr gut lief. 1521, da hat er sehr viel produziert. Aber er hat immer gesagt, ihm ging das nicht so leicht von der Feder. Er brauchte immer gewisse Umstände, um es hinzukommen. Aber das ist jetzt ja wohl auf Erasmus gewesen. Und das weiß ich jetzt auch nicht, wie das ist. Wahrscheinlich gab es einen Briefwechsel, wo Erasmus, die waren ja befreundet bis dahin, waren die befreundet und hatten sich häufig ausgetauscht über ihre Ansichten. Es kann aber auch sein, dass er damit, weil doch Erasmus in seinem Anfang doch schreibt, dass er sich erst dazu überreden lassen. Erasmus, ne? Ja. Mhm. Vielleicht meint er auch das. Ja, das kann auch sein, ja. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich wollte nur noch fragen, wie sind denn diese Texte überliefert? Also rein materiell, wie sehen die denn aus? Weil also natürlich versteht man das ja auch auf den Inhalt bezogen und auf die Sprachkunst, die Erasmus hat, aber zu der Zeit muss man ja auch immer noch berücksichtigen, wie diese Texte aufgetreten werden. Also meines Wissens sind die gedruckt erschienen. Das ist ja der Buchdruck, den gab es ja. Und sehr bald nach dem Erscheinen der 95 Thesen, die ja ursprünglich auf Lateinisch verfasst wurden und die ja nur Disputationsthesen waren, die jetzt gar nicht für das Publikum gedacht wurden, haben irgendwelche findigen Geschäftsleute, muss man sagen, man weiß nicht, wer es war, haben diese Thesen ins Deutsche übersetzt, sehr schnell, und haben es vervielfältigt. Und die Drucker haben ein großes Geschäft damit gemacht. Also das war wirklich, konnten das dann verkaufen. Drucker hatten nicht so sehr vielleicht theologisches Interesse, sondern finanzielles. Ne? Das fand Reisen im Absatz, diese deutschen Thesen, und die wurden gedruckt. Und auch Luthers Schrift ist natürlich gedruckt. Und die Theatribe auch, das sind Buchschriften. Da gibt es bestimmt noch Originalausgaben, die man sich noch anschauen kann. Es gibt jetzt hier bei der Bibliothek, Universitätsbibliothek, eine Luther-Ausstellung, ich glaube, die gibt es noch, wo so Drucke aussehen, in diesem Bereich vor dem Eingang. Ein Hauptgebäude. Können Sie mal schauen. Da liegen noch einige Drucke aus. Ob es jetzt vom unfreien Willen ist, glaube ich jetzt eher nicht, aber die Stapi hat eine große, große Sammlung an solchen Originaldrucken. Also sicherlich nicht Handschrift. Sicherlich nicht Handschrift. Und es ist ja dann auch immer mehr ein Politikum geworden. Das heißt, es war nicht mehr nur eine Sache zwischen zwei Individuen, sondern die haben natürlich ihre Schrift ihren Anhängern zugänglich gemacht und haben versucht, möglichst viele Intellektuelle in diese Debatte mit einzubeziehen. Dazu war es notwendig, dass die Sache eben große Verbreitung findet. Ja. Dann hat das Wort Geschäft damals auch schon die Konnotation von Gewinn. Also ja. Dieses Geschäft des Schreibens zu machen, dass sie vielleicht irgendwie Hintergedanken hatte, dass er mit dem Schreiben selbst im Profit versteckt. Ja, da müsste man jetzt mal, also ich glaube nicht, da müsste man jetzt mal hier, ich glaube, das ist Opus. Haben Sie den lateinischen Text da? Dann können Sie doch mal reinschauen, was es hier ist. Da müsste man jetzt im lateinischen Original schauen. Wenn Sie mal schauen, das ist gerade so in den Zeiten, wo es bei 22, können Sie mal nachschauen, was da wer in Latein kann, was da das lateinische Sprechung ist. Und daran könnte man dann sehen, weil Geschäft tatsächlich so diese Doppeldeutigkeit hat. Ich glaube, es ist eine Übersetzung, ich glaube, es ist Opus, das Werk. Munus. Was ist? Munus. Munus, Werk, ja dann auch, ich glaube auch, Munus ist Werk. Eher auch so eine Vergabe, was Munus ist. Eine Aufgabe. Ja, also Munus ist sehr ideell gehalten, also nicht so sehr. Opus wäre vielleicht schon eher dann finanziell. Opus versus Munus. Ne? Muss man genau nochmal nachschauen. Aber ich glaube, dass es nicht die Bedeutung hat von Geld oder so eine Geschäftigkeit, finanzielles Interesse, glaube ich nicht. Ne? Aber es ist eine gute Frage, wenn Sie also nicht klar sind bei gewissen Wörtern, schauen Sie einfach ins Lateinische, im Original und können sich Wörterbuch und die ganze Bedeutung noch dazu holen, dann können Sie das so interpretieren. Ja, dann lesen wir mal weiter, das ist vielleicht etwas kleiner, lese ich mal weiter. Oder kann das jemand lesen? Das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Lese ich kurz um.
Deine Worte klingen gerade so, als wäre es dir ganz gleich, was von wem wo glaubt wird. Hauptsache der Friede der Welt bleibt bewahrt. Als wäre es erlaubt, in der Gefahr für das Leben und des Rufes, des Besitzes und des Ansehens willen, jede Nacht zu öffnen, der sagte, sagen Sie ja, sage ich auch ja, sagen Sie nein, sage ich auch nein. Wählst wohl die christlichen Lehren für keine Deut besser als die Meinung der Philosophen und der Menschen. Um die zu streiten, für die zu kämpfen und sie als Wahrheit zu bezeugen, das sei ausgesprochen töricht, weil daraus nichts als Streit und Störung des größeren Friedens kommt. Was uns übersteigt, geht uns nichts an. So kommst du als einer, der uns der Streitigkeiten schlicht, wieder als einer, der in der Mitte steht, so lässt du es nach beiden Seiten unentschieden und überzeugst uns davon, dass wir über dumme und nichtsnutzige Angelegenheiten streiten. Genauso sage ich, klingen deine Worte. Und worauf ich hier nicht liege, glaube, das weißt du, mein Erasmus, und wie ich schon sagte, die Worte mögen dahingehen. Dein Herz entschuldige dich einstweilen. Aber mach bloß nicht so weiter, es kommt eine Drohung. Und fürchte den Geist Gottes, der Nieren und Herzen erforscht und sich nicht täuschen lässt durch zurechtgelegte Worte. Das habe ich nämlich deshalb so gesagt, damit du künftig aufhörst, unseren Fall der Hartnäckigkeit und des Starrsinns anzuklagen. Und mit so einer Absicht zeigst du bloß an, in deinem Herzen, Lukian oder irgendein anderes Schwein aus der Herde Epikurs zu nähren. Ja? Weil der glaubt, Gott sei nichts, lacht er heimlich alle aus, die gleichen und bekennen. Lass uns Zeugen der Wahrheit sein und unsere Wahrheitsbezeugung bemühen. Uns daran erfreuen. Halte du es nur mit deinen Skeptikern und Akademikern, bis Christus auch dich ruft. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat uns kein Zweifel oder bloße Meinung in unsere Herzen geschrieben, sondern Wahrheitsgewissheit, gewisser und fester als das Leben selbst und alle Erfahrungen. Ja, jetzt kommt hier eine neue philosophische Schule ins Spiel. Nicht mehr die Sophisten, sondern die Skeptiker. Die sind noch viel schlimmer, vielleicht. Und die Skeptiker und Sophisten, das ist so die. Also die Meinung und auch die bloßen Meinungen der Philosophen, die Meinung, dass die Doxa, ja, Platon, Doxa versus Wahrheitsgewissheit. Wäre interessant, wenn Sie auch mal einen lateinischen Text schauen, was Wahrheitsgewissheit hier, was da Luther dazu sagt. Das können Sie einfach mal selbst ein bisschen sich anschauen. Also was ist so der Vorwurf jetzt hier, wenn man jetzt zusammenfassen muss? Ja, vielleicht umgekehrt dazu, was der Erasmus dem Luther vorgeworfen hat, wirft er ganz davor, dass er sich eben nicht entscheidet und eben so in der Mitte bleibt. Mhm. Und unterstellt ihm auch noch, dass er das nur tun würde und sich quasi nicht irgendwelchen Gefahren auszusetzen, mhm. und das quasi alles zufriedenstellen würde. Mhm. Und beschimpft ihn eben damit, dass er sich sozusagen diese Philosophenschulen einreiht, mhm. das ist richtig ganz, was damit zur Kirche passt. Richtig, also er beschimpft ihn vielleicht, aber er mahnt ihn. Warnt ihn oder er warnt ihn sogar, und zwar ziemlich heftig, ne? Bis Christus auf dich ruft. Warte nur, ne? Irgendwann bist auch du dran. Und dann fürchte Drohungen, den Geist Gottes, der Nieren und Herzen forscht. Nieren und Herzen, ne? Herz ist die Quelle der, würde ich jetzt so sagen, der eher glaubensmäßigen Intentionen. Ja, mein Herz, so eher die intellektuelle, religiöse Seite der Absichten, und Nieren könnte tendenziell eher die affektive Seite sein. Niere ist auch, wenn ich nicht alles täuscht, im Griechischen ein wichtiger Sitz von gewissen Gemütsvermögen, die Niere. Nephros. Und auch im Hebräischen gibt es gewisse Organe, ich glaube, es ist sogar auch die Niere, ich bin mir nicht ganz sicher, die als, also das Herz natürlich Lev ist, das Herz im Hebräischen, das ist ganz wichtig, wie auch Chor und Kardia und so im Griechischen. Aber dann gibt es eben auch diese andere, die andere, der andere Bereich der eher emotionalen, triebhaften Seite. Und diese beiden Anlagen, man könnte wieder sagen, der innere und äußere Mensch vielleicht, ne? Die sind natürlich Gott alle offen.
gelebt und die wird erforscht. Und insofern muss sich Erasmus rechtfertigen, dass es seine inneren Motive offenlegt. Und die kritisiert jetzt Luther hier. Haben Sie sonst noch irgendwie einen Punkt? Ja. Ich finde es schon bemerkenswert, dass Luther hier irgendwie den Glauben zum Teil abspricht. Also das ist ja schon eine sehr starke Unterstellung, weil Erasmus ja auch eigentlich Christ war. Mhm. Und dann zu sagen, ja, eigentlich glaubst du nicht, sondern durch diese Versuch der Versöhnung, diese Dialektik dann aufzulösen, so ein Versöhnungsmodell, das kann offensichtlich im Glauben nicht gegeben sein. Der muss immer eine Radikalität haben. Also das finde ich auch interessant, dass er immer eine radikale Wahrheit vertreten kann und niemals so eine persönliche Wahrheit. Genau. Ja, das geht auch in die Richtung, was der Kommilitone gesagt hat. Also nochmal hier, so kommst du als einer, der unsere Streitigkeit schlichten will, als einer, der in der Mitte steht. Du lässt uns nach beiden Seiten unentschieden überzeugt zu schaffen. Was sind die beiden Seiten nochmal? Genau, oder also die Unfreiheit des Willens, ne, und der Pädagogik. Und das hatten wir gesehen, Erasmus möchte so die beiden Klippen umschiffen. Er möchte so einen heiklen Mittelweg wählen. Und Luther sagt, das ist theologisch völlig unbefriedigend. Erasmus, du musst dich entscheiden. Hier gibt es kein drittes. Entweder das oder das. Wenn du für die Freiheit bist, bist du ein Pelagianer, dann bist du nicht christlich. Bist du ein Heretiker. Da hat nur eine Möglichkeit. Ich finde es ganz interessant, dass er diesen Satz in den Haus schiebt mit der Erfahrung, dass Erfahrung absolut unwichtig ist. Ja. Erasmus war wesentlich Geld gesucht, oder? Ich glaube, er war ein bisschen. Wir müssen noch mal schauen, wir haben es doch hier, ich gehe mal gerade zurück, hier mal kurz. Erasmus ist geboren. Ja, er ist älter, 20, also genau, 66. Luther ist 83. Ja. Im Endeffekt ist es so eine Prävention. Ich hoffe, dass er das nicht vorher bekommt, dass er noch reif genug ist, das zu bestehen, dass ich noch nicht genug Zeit habe, für sich reinzulesen in Schrift und so weiter. Finde ich zum Ausdruck noch interessant. Ja, auch dass die Erfahrung, wie Sie sagen, so wenig wert geschätzt wird hier. Ne? Könnte man mehr sagen, ist diese Äußerlichkeit. Erfahrung ist das Äußerliche. Ja, und also ich finde ja aus diesem Text auch, das spielt ganz deutlich, dass Luther sich seiner Sache unglaublich sicher sein müssen, weil wenn er, egal Kritik, die irgendwie an seinem Werk kam oder an seine Ideen kam, dass er die dann so rüde teilweise abgewickelt hat und sagte, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann wirst du im Jenseits schon erfahren, was auf dich wartet. Und also das ist schon stark geschrieben teilweise. Ja, das führt zu einem interessanten Punkt zur Persönlichkeit Luthers. Der muss wirklich, ich sage jetzt nicht Extremist, aber ein ziemlich durchaus starrsinniger, dickköpfiger, aber auch mutiger Mensch gewesen sein. Man kann wirklich sagen, Luther ist das erste Subjekt der neueren Geschichte, das es zugleich mit der geistlichen Macht aufnimmt, mit der Kirche und mit der weltlichen Macht. Also mit den zwei größten Mächten seiner Zeit, mit dem Kaiser, Karl V. und mit der Kirche, mit Leo X., hat es Luther mit den größten Mächten seiner Zeit aufgenommen. Und dieser Kampf ist ein einer gegen alle, das stilisiert ein bisschen. Es ist schon ziemlich einmalig, dass es so eine Situation gibt, wo ein Subjekt, ein Mensch, der im Grunde genommen völlig wehrlos ist, ein einfacher Mönch, dass der es mit der geistlichen Macht, der größten geistlichen Macht dieser Zeit, im Christentum, und der größten weltlichen Macht, Kaiser Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Das war so groß, dass die Sonne da nie untergegangen ist, weil die hatten ja noch Kolonien in Südamerika und auch in Asien. Das heißt, ein Riesenreich, und Luther hat es mit beiden aufgenommen. Also es hat diese zwei Seiten. Einmal diese extreme Starrsinnigkeit, die natürlich auch großes Unheil verursacht hat durch
dieses Bauernkrieges, wissen das alle, Luther hat sich da entschieden gegen die Bauern positioniert, es kam zu großen Gemetzeln. Das ist eine Schattenseite dieser Standhaftigkeit. Auf der anderen Seite eben diese Glaubensgewissheit. Auch dieser Satz, hier stehe ich, ich kann nicht anders. In Worms, das ist so der Inbegriff dazu. Also ich denke, es ist schon durchaus ein Charakteristikum von Luther gewesen, dass er sehr, sehr radikal war, und im Guten wie vielleicht auch im nicht so. Und hier sehen wir jetzt eben die ganze Schärfe, die ganze politische Schärfe, die sich entzündet hat in dieser Frage, wie fern wir frei zu uns. So, dann lesen wir vielleicht weiter. Wollen Sie lesen? Ich habe meine Brille noch. Ah ja, okay, kein Problem. Dann lesen wir, geht's in der nächsten Reihe. Wollen Sie das? Ja. Wer weiß, ob es der Herr nicht für würdig gefunden hat, bester Erasmus, auch dich durch mich, sein armes, zerbrechliches, kleines Gefäß heimzuluten, damit ich in einer glücklichen Stunde das Gelehr ich von ganzem Herzen von dem Vater der Barmherzigkeit durch Christus und unseren Herrn durch dieses Büchlein zu dir komme und den so tollen Bruder gewinne. Denn wenn du auch schlecht von freien Bildfolgen denkst und schreibst, schulde ich dir dennoch nicht geringen Dank. Du hast mich in meiner Ansicht weit sicherer gemacht, weil ich sehe, dass der Prozess zugunsten des freien Bildvergehens von einem solch bedeutenden Geist guter Aufbietung aller Kräfte geführt wird und so gar nichts dabei herauskommt. Das ist schlechter Darstellung als zuvor. Das ist ein einleuchtender Beweis. Das freie Willensvermögen ist ein reines Lügengebilde, wie jenes Beispiel der Frau im Evangelium zeigt, der es, je mehr sie von Ärzten kuriert wird, umso schlechter geht. Vielen Dank. Das ist ja sehr pointiert, was er sagt. Können Sie daraus noch was Systematisches gewinnen, außer dieser Polemik, dieser gewitzten Polemik? Wenn sich schon jemand, der wirklich schlau ist und wichtig und herausragend, da völlig abarbeitet ohne Ergebnis, dann können auch alle anderen das nicht schaffen, das irgendwie nachzuweisen. Oder mehr noch, nein, wirklich mehr noch sogar, es ist ein Beweis, oder doch fast schon ein Beweis dafür, es sagt ja ein einleuchtender Beweis, dass das einfach ein Konstrukt ist, das heißt, dass es einfach ein Lügengebilde ist. Wir würden heute sagen, eine bloße Konstruktion. Eine bloße Konstruktion. Und er, wer weiß, hier wieder so ein bisschen eine Warnung, ne? Auch wieder im Sinne von Luthers Prädetermination, Vorherbestimmung, Prädestination, Vorherbestimmung, Prädetermination und Prädestination ist ja nicht dasselbe. Ne? Destination, wenn Sie so lesen, Bestimmung hat ja auch zwei Bedeutungen. Es ist meine Bestimmung, das und das zu tun. Ich bin dazu berufen, das ist meine Bestimmung. Ja, das ist so eher Destination, tendenziell. Und dann gibt es die Bestimmung, das ist einfach die Festlegung. Ihre schematisch. Wie auch immer Luther erwägt, ob nicht er selbst und Erasmus Figuren eines göttlichen Heilsplans sein könnten, die gerade Luthers Erkenntnis bestätigen. Dass also Luther ein kleines Gefäß geschickt wurde, Erasmus vielleicht doch noch zu überzeugen. Heimzusuchen ist natürlich auch so ein bisschen, könnte man bei solchen Wörtern immer nachschauen, im Lateinischen. Heimsuchen hat ja eher so eine negative Bedeutung, wo der Heimgesuch ist. So schicksalshafte Begegnung. So, ne? So ist es. Ne? Gut, dann lesen wir weiter. Hier behauptest du ausdrücklich, der Wille bewirkt etwas in den Dingen, die sich auf das ewige Heil beziehen. Dann stellst ihn als etwas dar, was sich anstrengt, aber auch wiederum als etwas, das etwas an sich geschehen lässt. Wenn du sagst, dass er um das Erbarmen unwirksam sei. Freilich definierst du nicht, wie weit jenes bewirken und an sich geschehen lassen zu verstehen sind. Gibst du dir solche Mühe, uns in Unkenntnis darüber zu lassen, was das Erbarmen Gottes vermag, was unser Wille vermag und das genau an der Stelle, wo du lehrst, was unser Wille und das Erbarmen Gottes tun. So füllt dich
diese deine Klugheit im Kreise herum. Du hast sie in Anspruch genommen, um dich einer Partei anzuschließen. Und du wolltest zwischen Skylla und Euripides sicher entweichen, doch nun wirst du mit auf dem Meer von Flut überschüttet und durcheinander gebracht, sodass du alles als Wahrheit behauptest, was du leugnest, und leugnest, was du als Wahrheit behauptest. Vielen Dank, ja. Was ist die Kritik jetzt von Luther hier an Erasmus? Denken Sie nochmal zurück an das vorletzte Zitat, wo es um diese Mitte ging, wo sich Erasmus befindet. Ja, das geht in die ganze Mitte, diesen Paradox gar nicht aufzulösen vermeint, weil die Argumentation von Erasmus überhaupt genau sagt, was jetzt das Erbarmen Gottes kann und was die Freiheit Gottes, die Freiheit des Menschen kann, sondern dass immer nur das eine mit dem anderen versucht zu vereinen und so, das überhaupt nicht klar. Genau. Wollten Sie auch sagen, ne? Mhm. Genau. Es gibt keine drinnen. Also wir können das nicht dialektisch auflösen, diese Frage Freiheit des Willens und Pelagianismus. Und, beziehungsweise und also Pelagianismus versus Unfreiheit des Willens oder Kompatibilität mit zentralen Aussagen des Neuen Testaments. Das lässt sich nicht vermitteln, sagt Luther. Und wer es versucht, der verstrickt sich in etwas, aus dem er nicht mehr rauskommt und das am Ende dazu führt, dass er nur Widersprüchliches sagt. Wir hier metaphorisch jetzt oder fast schon allegorisch, müsste man sagen, anhand dieser Figuren von Skylla und Charybdis. Sie wissen ja, was die Skylla und Charybdis sind. Das sind alle Seeungeheuer, durch die Odysseus hindurch manövrieren muss. Das wird häufig so metaphorisch benutzt als, oder allegorisch benutzt als zwei Gefahren, begriffliche Gefahren oder Herausforderungen, denen man beiden gerecht werden muss und die man beide vielleicht vermeiden muss. So ist es vielleicht besser gesagt, ne? Dass man sie vermeiden muss. Und vermeiden muss man eben einerseits den Pelagianismus, würde jetzt Erasmus sagen, und ebenso die Unfreiheit des Willens. Also würde sagen, die beiden müssen wir vermeiden. Und Luther sagt jetzt hier, du bist, es ist dir nicht gelungen, da durchzusegeln, sondern du bist gerade von mir, also allegorisch jetzt, bist du letztendlich überschüttet worden und hast dich total verirrt. Deine Navigation ist dir misslungen. Und du würdest natürlich sagen, weil diese Pole oder diese Klippen, die wir umschiffen müssen, jetzt keine Klippen sind, sondern eine Klippe ist der Pelagianismus. Die Unfreiheit des Willens ist keine Klippe. Das ist nicht die Charybdis, weil es gar keine, kein Irrtum ist. Die Unfreiheit des Willens ist eben Tatsache. Sie darf man die Unfreiheit des Willens nicht als Charybdis setzen, die man umsegeln muss. Das wäre so vielleicht die Kritik. Das heißt, diese ganze Vermittlungsabsicht geht schon von vornherein falsch, weil diese vermittelnde Position nicht ausschließlich Position ist. Eben wie Luther sagt, gerade sich für die eine Seite entscheiden muss. Und das ist dann nicht so sehr die Charybdis, sondern wir müssen einfach anerkennen und das nicht beklagen. Also es ist gerade was Positives zu erkennen, dass wir im Glauben unfrei sind, das innere Frei. Ja, jetzt kommt wieder eine heftige Polemik. Wollen wir weiterlesen? Und Sie? Du glaubst, dass du durch Beredsamkeit auf alle Gebilde einen solchen Eindruck machen kannst, dass keiner dich schauen kann, was du Herzen lehrst, was du mit diesen deinen schlüpfrigen Schriften beabsichtigst. Gott aber lässt sich nicht spotten, gegen ihn anzugehen ist nicht gut. Also du hättest uns meinetwegen diese Waghalsigkeit lehren können im Abfassen von Gedichten, im Erzeugen einer Ernte, im Unternehmen von Kriegen und Anträgen öffentlicher Ämter oder im Hausbau. Das wäre noch irgendwie entschuldbar gewesen, denn gleich es unerträglich ist, besonders bei einem so bedeutenden Mann, wenigstens bei Christen, die zeitlichen Dinge wieder machen. Du schreibst aber eben den Christen vor, waghalsige Täter zu werden und empfiehlst ihnen, bei der Bereitung des ewigen Heils keine Sorge darauf zu verwenden, was sie können und was nicht. Das ist wahrlich eine ganz unvergehbare Sünde. Sie werden nämlich nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie nicht wissen, was und wie viel sie vermögen.
Wenn sie aber nicht wissen, was sie tun sollen, dann können sie keine Buße tun, in dem Fall, dass sie in die Irre gehen. Unbußfertigkeit aber ist eine unvergebbare Sünde. Und dahin führt uns diese deine maßvolle skeptische Theorie. Vielen Dank. Ja, wie verstehen Sie das jetzt? Was ist jetzt der genaue Vorwurf hier? Also, wir hatten schon im vorherigen Zitat die Verwirrung. Das ist unklar. Was kommt jetzt noch dazu? Ja? Es hat halt doch gerade diese Unklarheit dazu führt, dass man nicht weiß, was man tun soll. Und dadurch eben keine Reue zeigen kann, also keine Bußfertigkeit da sein kann. Was dann auch problematisch von der Vergebung her. Genau, wie verstehen Sie jetzt das hier, was, oder nehmen wir jetzt den Kommentar? Ich habe mich mit erinnert an das, was in dem Schiff aufgeschrieben hat, dass quasi Leute, die in der Verantwortung stehen, so wie Sie es jetzt halt lesen, dann diesem Risiko ausgesetzt werden, dass sie eben unbußfertig werden, dass sie sagen, oder bei anderen Leuten, dass sie nicht wissen, dass sie eigentlich Sünde betreiben und sich dann davon dann nicht reinwaschen können. Genau. Sie werden nämlich nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie nicht wissen, was und wie viel sie vermögen. Das ist ja auch jetzt ein bisschen interessant, weil was vermögen sie denn? Also was würde Luther sagen, was vermögen sie denn? Was vermögen sie nicht? Es klingt doch jetzt so, als würde Erasmus dazu beitragen, dass die Menschen gerade nichts vermögen, dass sie zu wenig können. Also Luther könnte man jetzt lesen, Luther könnte Erasmus gerade vorwerfen, dass er ein Skeptiker ist, was unsere Freiheit anbelangt. Aber das ist er gerade nicht. Also Erasmus ist doch gerade deswegen aus Luthers Sicht ein Skeptiker, weil er den Menschen zu viel zutraut, als dass ihnen zu wenig zutraut. Das ist doch auch ein bisschen paradox nach heutigem Verständnis. Wir würden heute ihr Luther als Skeptiker. Der Erasmus. Ne? Also aus der damaligen Sicht von Luther wahrscheinlich so, er kritisiert, dass bei Erasmus der Mensch sich in Sicherheit geben kann, weil er meint, er kriegt das schon selber genug hin. Genau. Also, wie viel sie vermögen, müsste man ihr sagen, wie viel sie nicht vermögen, oder was sie nicht vermögen. Nämlich die Freiheit zum Inneren. Die innere Freiheit, die Freiheit zum Gnade und so weiter, diese Sachen erlösen, das hat er nicht in der Hand. Also Luther scheint hier zu rügen, dass Erasmus den Menschen unklar lässt und ihm vielleicht sogar suggeriert, er könne sehr viel. Und genau das ist dann Skeptizismus. Maßvolle skeptische Theologie. Maßvoll, ne? Maßvoll ist Kyllarcharyptus. Ne? Ja, nicht zu sehr festlegen, sagt Erasmus. Ich meine, muss man auch vor dem Hintergrund des Humanismus sehen. Erasmus ist ja der große Humanist. Ne? Wir kennen ja diese Erasmus-Stipendien, Ausland und so weiter. Der Humanist, der immer alles versucht auszutarieren und gerecht zu sein, alle rationalen Interessen einfließen zu lassen. Und sagt Luther, da siehst du, wo du damit. Wo das hinführt, dein Humanismus. Ne? Zugespitzt. Also es gibt keine maßvolle skeptische Theologie. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder Pelagianismus oder Unfreiheit des Willens. Dazwischen gibt es kein drittes. Entweder oder. Und das wirft jetzt Erasmus auch persönlich vor. Er hatte da persönliche Defizite. Also das ist nicht entschieden genug bestimmt. Ja. Das hat direkt was damit zu tun, aber es fällt mir gerade so auf, inwiefern das passt dann der Terminus Buße tun in das Denkgebäude Luthers? Mhm. Weil das ist ja also auch ein Stück weit. Ja, richtig. Dieses hatten wir ganz zu Beginn mal behandelt. Ist Buße tun ein Werk? Ist das eine Äußerlichkeit? Oder ist Buße tun nicht auch eine Tätigkeit, die unserer Freiheit entsprechen muss? Und Luther scheint ja die Buße als
eine wichtige Bedingung, jetzt nicht als hinreichende Bedingung, für das Heil anzusehen, aber für eine notwendige Bedingung. Weil letztendlich kommt es ja nicht von uns, wir müssen es von Christus vom Ende her bekommen. Aber Buße ist sozusagen diese Öffnung, dass ich mich dafür öffne. Das ist alles, was ich tun kann, aber damit ist es noch nicht genug getan. Da muss ich dann auf etwas Äußeres vertrauen, auf Christus, dass durch die Buße ich zum Heil komme. Aber dieses Buße-Tun ist natürlich auch ein Tun, Büßen. Und das könnte jetzt doch als eine Tätigkeit verstanden werden, die in unserer Macht liegt, oder nicht? Ja? So meinen Sie, oder? Ich könnte ja auch nicht Buße tun. Also ich meine, wenn man sagt, dass die Buße-Tun jetzt im Sinne der Luthers sich um dieses Öffnen für die Gnade Gottes, dann ist doch... Ja, dann, entweder verstehe ich den Begriff Buße ja anders, als Luther wahrscheinlich tut, weil das ist ja immer noch eine Tat und da ist ja etwas, muss man aktiv irgendwas machen, wenn man etwas machen will. Und schon an dieser, oder auch schon an dieser Akt sich diesem öffnen, weil man sich dieser Akt öffnen will, muss man sich darauf fragen, inwieweit ist es mit einem nicht vorhandenen freien Willen vereinbar, dieses sich öffnen. Richtig. Weil man könnte sich ja streng genommen, also ich weiß nicht, wie das mein Weiß, dass man sich öffnen kann, wenn man nicht gesehen hat, was ja, ja, das sehe ich auch so. Also das ist das Problem, dass man sagen könnte, das ist doch ein Werk. Das ist doch gerade diese Werkkategorie auf die Innerlichkeit bezogen. Es gibt äußere Werke und es gibt innere Werke. Ist doch jetzt egal, Hauptsache es ist ein Werk. Oder das ist ja das Problem. Aber man könnte jetzt sagen, dieses Buße-Tun, das sollte man dieses Tun nicht so sehr betonen, obwohl er sagt ja hier, Buße-Tun, dass man sagt, was ist denn jetzt phänomenologisch Buße? Luther sagt das an manchen Stellen, diese Zerknirschung. Na, sich zu demütigen, sich selbst zu demütigen. Ja. Also gerade nicht diese Selbstherrlichkeit, wie sie häufig in äußeren Werken zutage tritt. So könnte man sagen. Ja, aber dieses Selbstzerknirschen ist doch auch ein Tun. Ja, aber es ist eben ein Tun, wo ich, so könnte man jetzt Luther verteidigen oder Luther versuchen zu rekonstruieren, wo ich gerade nicht meine Subjektivität, meine Individualität, meine Vernunft, meine Freiheit ins Zentrum stelle oder sie beweisen, sondern gerade beweise, dass ich sie nicht habe. Also indem ich mich demütige, nehme ich mich so weit zurück in meiner Subjektivität, dass ich fast nicht mehr existiere. Also man könnte sagen, dieser Akt der Freiheit entzieht sich der eigenen Freiheit. Das ist die Buße. Also aus einer gewissen Freiheit, sich selbst die Freiheit zu nehmen, sich selbst zu demütigen, aus Freiheit sich selbst unfrei machen. Und diese Haltung, das ist doch Buße, oder? Wie würden Sie es phänomenologisch bestimmen? Ja, das ist doch nicht selbstherrlich. Ja, aber schon dieser ganze Akt. Also unabhängig davon, dass jetzt selbstständig ist oder ob man sich da jetzt seiner eigenen Schwachheit oder seiner Nichtigkeit eingesteht, das macht ja alles Sachen. Aber dieser Akt sozusagen, ich verstehe nicht, wie das da in dieses Denkgebäude reinpasst. Gut, ja, wichtiger Punkt. Vielleicht kann man das auch als permanenten Zustand verstehen und nicht als Akt. Sozusagen ja, richtig. Als so ein Dauerzustand, der, also wie die tägliche Taufe irgendwie so. Ja, richtig, ja. Sagt auch Luther, ne? Also tägliche Buße, tägliche Taufe ist nicht ein einmaliger Akt, wobei er hier ja schon mit diesem Tun sowas nahelegt. Ne? Aber würde das für Sie helfen, oder? Nee. Oder da ist noch eine Meldung, vielleicht kann ich tun. Ich glaube, es ist eben nicht diese Buße, die er meint, ist nicht die individuelle Buße, die ich für etwas dann hinterher tue, was ich vorher falsch gemacht habe, sondern das ist diese Grundhaltung, in der wir alle sein müssen, schon wegen der Erbsünde, und das hatten wir andere Stellen auch, es ist eigentlich, der Mensch ist nur ein Sünder und nur ein Böser per Definition. Also dass dieses Buße-Ding ist nichts Individuelles für eine Schuld, die ich mir irgendwie aufgeladen habe, sondern ich bin verpflichtet, als Mensch in dieser Buße zu leben einfach und damit irgendwie fertig zu werden. Also es wäre noch ein weiterer Punkt, der würde Sie auch nicht ganz zufriedenstellen, wahrscheinlich, aber es wäre ein weiterer Punkt zu sagen, es ist nichts Individuelles. Also dieses Tun ist keine Sache der Selbsttätigkeit, der Individualität, sondern es ist eine universelle, notwendige Haltung. Genau, es ist auch keine Tat, keine Handlung, sondern eine Haltung. Gut, man könnte sagen, eine Haltung ist eine gewählte Maxime, also dann muss ich eine Maxime gewählt haben, um eine Haltung zu haben. Kann man wieder sagen, aber es ist nichts Individuelles, sondern betrifft uns alle als Menschen, insofern wir der Erbsünden. Würde Luther mir in dem Sinne zustimmen oder mir nicht zustimmen, wenn ich dann sage, dass, also, oder, woher kommt diese
Buße, weil da kommt ihr dann auch von außer mir oder kommt ihr aus mir? Mhm. Also weil ich könnte mir vorstellen, dass Buddha dann vielleicht sagt, ja okay, die Buße kommt, oder diese Regung zur Buße, die kommt nicht aus mir selbst, sondern die kommt, genauso wie die Gnade nicht aus mir selbst kommt, mhm. sondern von außen, mhm. von Christus, mhm. Gott, und ist jetzt mal Gefühl, diese Haltung. Haltung ist vielleicht das Beste. Die Haltung ist, mhm. ist mir dann auch sozusagen nur von außen gegeben, oder was? Ja, also das betrifft diese wichtige Unterscheidung zwischen Werke und Glauben. Ne? Auch bei Paulus. Ne? Die Werke, das sind die äußeren Handlungen und der Glaube ist eben das, was die Innerlichkeit betrifft. Und wie gesagt, Luther würde jetzt nicht, glaube ich, nicht so extrem sein, dass er sagen würde, dieser Glaube ist selbst auch ein Werk. Ich meine, der Glaube hat was von Vollzugscharakter. Aber es ist nicht so was Instantanes, wie gesagt wurde. Also ich mache jetzt etwas, ich mache jetzt ein gutes Werk, jetzt. Sondern Glaube ist gegenüber Werk auch etwas, was eher so eine grundsätzliche Haltung ist, die also nicht diesen Individualitätscharakter hat, nicht diesen Äußerlichkeitscharakter hat. Also ich denke, man kann phänomenologisch schon zeigen, dass es zwischen Werken, zwischen Handlungen, die jetzt das Heil sich erwerben wollen, und zwischen Grundhaltung der Innerlichkeit schon Differenzen gibt, die es so verstehen lassen, dass in dieser Innerlichkeit eben nicht mehr so ein starker Freiheitsbegriff vorausgesetzt wird. Wir haben einfach die Basis des Paulus, Werke gegen Glauben. Und diese Buße würde eben in den Bereich des Glaubens fallen. Per Definition, und das sind die zwei Kategorien, die sich ausschließen. Also wenn die Buße in den Glauben fallen könnte, unter den Glauben fallen könnte, dann wäre das für Luther nach Paulus völlig ein. Wir müssten jetzt eben genau bestimmen, was dann diese Werke genau sind. Wir müssten eher genauer ansetzen, an dem, was ein Werk ist, wie das Werk ist. Ich denke, es geht nicht so sehr um den Vollzugscharakter, sondern eher um die Haltung. Was ist die Haltung, die einem Werk zugrunde liegt? Das ist die Ansicht, aus eigener Kraft zum Heil zu kommen. Und die Buße müsste dann sagen, die Haltung der Buße wäre die, ich weiß, hiermit bestätige ich, dass ich nicht aus eigener Kraft zum Heil komme, aber ich anerkenne das. Ich meine Bescheidenheit. Das ist die Haltung der Bescheidenheit kommt der Buße zum Ausdruck, während in der Weltgerechtigkeit tendenziell so eine Haltung der Selbstherrlichkeit oder der Ansicht, man selbst könne was bewirken. Einfach diese Gegenüberstellung. Ich glaube, das ist eher das Entscheidende. Aber es ist ein großes Problem, das gestehe ich offen ein. Ja. Das war da ein Problem. An sich steht ja auch, wir reuen da nicht richtig. Mhm. Da kann man sich ans Gewissen und wieder an die innere Reflexion, die wir schon gehabt haben, dann hat man es ja noch deutlicher, dass es die innere Reflexion ist. Okay, aber es wäre jetzt trotzdem kein Werkcharakter, oder würden Sie sagen, das würden Sie nicht sagen? Genau, also es ist was von der inneren Reflexion automatisch kommt, wenn man über seine Taten nachdenkt. Muss man ja nichts dazu beisteuern. Okay, und Sie würden auch sagen, das muss nicht großartig was mit Freiheit zu tun haben, zum starken Freiheitsbegriff. Das wäre so eine Selbsterkenntnis, genau. Die nicht Freiheit voraussetzt in dem Sinne. Okay, das wäre eine Möglichkeit, das wäre eine Selbsterkenntnis. Das ist kein Freiheitsakt, sozusagen. Aber das ist ja die Frage, inwiefern ist Selbsterkenntnis selbst eine Handlung, die wir es durch Freiheit vollziehen können? Das ist eine spannende Frage. Also ganz sehe ich es auch nicht aufgelöst, aber man kann, glaube ich, phänomenologisch schon Unterschiede zwischen äußeren Werten und inneren Haltungen, zu denen eben die Buße gehört, glaube ich, ziemlich gut illustrieren. Jetzt müssen wir mal weiterlesen, weil wir eigentlich schon am Ende sind. Und wir sind eigentlich schon am Ende. Wir müssen, glaube ich, abbrechen. Also wir haben jetzt durchaus den Eingangsteil jetzt gelesen. Und in der nächsten Sitzung geht es dann wirklich stärker noch um diese Frage nach Prädestination und Vorherwissen. Luther führt da ein entscheidendes Argument ein, an was eben die Unfreiheit des Willens beweisen soll. Und wir müssen uns fragen, inwiefern das wirklich mit Notwendigkeit geht oder ob es nicht vielleicht doch Möglichkeiten gibt, die Freiheit, die innere Freiheit mit diesen der Prädetermination und dem Vorherwissen zu vereinbaren. Jetzt, wenn Sie jetzt so langsam schon sich ein bisschen Gedanken machen über die Hausarbeit, kann ich Ihnen schon sagen, dass wir im NSF-System
dass Sie dort jetzt schon Texte finden. Ich habe also Sekundärliteratur jetzt ins LSF-System gestellt. Können Sie mal schauen, 3 Aufsätze. Ich hatte eine Bibliografie zu wenig gemacht. Ich kann besonders einen Aufsatz von Friedrich Hermanni empfehlen, der Theologe ist, aber der auch philosophische Dimensionen mit einbezieht, ne, von Hermanni. Schauen Sie mal ins LSF-System, da sind 3 Aufsätze drin. Ich werde immer weiter auf Sekundärliteratur einsteigen. Ansonsten kann ich Sie darauf hinweisen, dass demnächst die erste Sendung von Philocast erfolgen wird, wo die Fragen, die Sie hier notiert haben, Gegenstand eines Gesprächs sein werden. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche.